Moin Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen gepflegten Vlog. Und heute ist der Tag endlich gekommen. Pidissel wird sich ein eigenes Longboard kaufen, hoffentlich. Und heute habe ich irgendwie hier vorne so eine gute alte Strähne, die sich irgendwie immer in den Vordergrund spielt. Nun gut, auf jeden Fall werde ich gleich gut mit dem guten alten Pederle losfahren und dann werden wir zu Concrete Wave oder irgendwie so heißt dieser Shop. Da werde ich mir dann so ein kleines Longboard zusammenbasteln lassen und dann schauen wir mal. Hier auf dem Boden liegt noch so ein kleines geschrumpftes. Das ist ja irgendwie so ein Pennyboard. Aber ich möchte schon irgendwie so ein richtiges, irgend so ein kleines Anfängerboard. Ich bin ja echt kein Profi. Ich bin ja noch mitten im Longboard-Führerschein. Und dann müssen wir ja mal gucken. Also wir kriegen das hin. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich! Ich habe es doch tatsächlich geschafft, mir ein eigenes Board zusammenzustellen, auf dem ich hier auch gerade fahre. Allerdings ist es noch ein bisschen weich, das muss noch ein bisschen härter eingestellt werden. Ich versuche jetzt hier gerade nicht zu sterben. Da vorne, das war ja gerade ein bisschen knapp. Ich zeige euch das auf jeden Fall, wenn ich zu Hause bin. Ich muss mich jetzt hier nochmal so ein bisschen einfahren. Und dann gucken wir mal, ob ich das Ganze überleben werde. Da vorne ist Peter, wie er ganz cool steht. Aber den werdet ihr jetzt nicht sehen, weil er steht vor seinem Auto. Dieser Lumpi. Er guckt. Hau ab, weil du wegkommst. Hier unten sehen wir es schon. Aber das zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Tada! Da ist doch glatt mein neues Longboard. Und der ein oder andere erwartet jetzt wahrscheinlich so eine richtig krasse Präsentation, wo ich euch sage, was das für Kugellager sind, was das für Rollen sind und was das für ein Deck ist. Allerdings muss ich sagen, ich habe absolut keine Ahnung. Ich meine, wir können ja mal... Froschippi? Hast du eine Ahnung, was das irgendwie für ein Board ist? Er ist heute ein bisschen schüchtern. Edgar? Okay, Edgar und Frosch-LP haben nicht unbedingt so den Plan davon. Ich allerdings auch nicht. Ich habe dem bei Concrete Wave im Grunde genommen nur gesagt, yo Bro, ich bräuchte so ein Board. Das sollte ungefähr so aussehen. Weil ich wollte unbedingt natürlich passend zum Skin so ein paar orange Rollen. Und sollte eben jetzt nicht irgendwie so das Hyper-Super-Board, whatever sein. Es sollte einfach nur, weil ich bin ja einfach ein Anfänger. Das muss man ja einfach mal so sagen. Ich brauchte so ein kleines Anfängerboard, womit man mal so seine ersten oder zweiten Schritte mittlerweile machen kann. Und wir können uns das Ganze so ein bisschen von unten mal angucken. Hier, ich habe keine Ahnung, wer Komet Skateboards sind. Ich kriege hier auch kein Placement oder sonst was. Also bevor da wieder jemand sagt, oh Gott! Und so tolle Rollen hat das und es hat so so eine Achse, so eine gute hoffentlich. Und mehr ist er eigentlich auch nicht, was an dem Board dran ist. Die Form, es gibt viele verschiedene, allerdings hatte ich, warte mal, das könnte ich, das Board von Peter ist nicht mehr hier. Die Form finde ich eigentlich ganz cool, weil hier weiß man dann immer ganz gut, wo man seinen Fuß zu platzieren hat. Denn beim Pushen habe ich manchmal so ein paar Probleme mit dem Gleichgewicht. Und hier weiß man, steht auf jeden Fall super griffig, weil die Seiten sind hier so ein bisschen erhöht. Das finde ich eigentlich ganz chillig. Es gibt ja Longboards in den verschiedensten Variationen. Ich stand da irgendwie wie so ein Ochs vom Berg und so. Ja gut, was brauche ich denn jetzt? Das ist schön, das ist auch klasse. Aber dann habe ich mich letztlich irgendwie dafür entschieden und vielleicht werde ich dann mal auch in den nächsten Tagen nochmal einen kleinen schmankotastischen Vlog machen, falls ihr das wollt. Habt ihr Bock auf weitere Vlogs, dann könnt ihr gerne eine kleine Bewertung da lassen. Dann sehe ich das ja irgendwie so an dem Verhältnis, ob das noch gewünscht wird oder ob ihr sagt, Petersen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach lieber ein paar Let's Plays. Und ach ja, stimmt. Ich hoffe mal, der Vlog kommt heute irgendwie so circa um 19 Uhr. Ich werde noch versuchen, heute oder morgen früh eine kleine Runde der Bed Wars Woche zu machen, denn ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass es neue Maps geben soll. Und ganz ehrlich, was gibt es Schöneres als neue Maps bei Bed Wars? Also mir fällt persönlich nicht viel ein. Edgar, dir? Okay, Edgar ist heute scheinbar nicht sehr gesprächig. Er ist ansonsten auch. Er ist eigentlich selten gesprächig. Denn Edgar kann gar nicht reden. Er ist leider nur ein kleines Schweinchen. Aber na gut, Leute, das soll es auf jeden Fall schon gewesen sein für diesen kleinen, halbwegs spontanen Vlog. Also ich dachte mir schon, das könnte man mal vloggen hier. Und ja, ich wünsche euch allen noch einen sonnigen Tag. Haut rein, wie gesagt. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und dann sehen wir uns hoffentlich heute Abend oder morgen früh zu einer weiteren Runde der Bed Wars Woche wieder. Haut rein. Ciao, ciao.